Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die liebe Karin bei mir zu haben von Folge dir selbst. Du bist ja ganzheitliche Zahnmedizinerin, mit dir habe ich schon viele Videos gemacht, auch zum chemiefreien Haushalt, haben auch ein ganz tolles Interview gemacht, das verlinke ich auch nochmal oben und dann mehrere Videos, die ich jetzt auch im Laufe des Videos verlinken kann. Du hast jetzt dein drittes Buch geschrieben. Ist es jetzt dein drittes Buch, liebe Karin, oder als E-Book? Es ist eigentlich, ich glaube, es ist das fünfte oder sechste Buch, aber es ist das dritte wichtige Buch, sagen wir mal so. Wir sprechen heute über dein drittes wichtiges Buch, das gibt es aber aktuell nur als E-Book, wird aber irgendwann Ende des Jahres, nächstes Jahr auch als richtiges Buch geben. Und dieses Buch heißt Sprache der Zähne. Ich habe es gelesen und ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt und ja, fasziniert von dem Wissen, was du mit den Menschen teilst, wirklich, ja, allumfassendes Wissen, also die ganzheitliche, holistische Betrachtungsweise von Zahngesundheit, was mich ja auch bei dir immer begeistert, dass du nicht nur die materielle Seite siehst, also den Körper, das sprich die Zähne, sondern einen ganzheitlichen Blick drauf wirfst, also Körper, Geist und Seele, das kann man ja nicht voneinander trennen, aber in der heutigen Medizin wird das alles voneinander getrennt. Aber wir sind eins damit, Körper, Geist und Seele. Und ich denke, dass man zur wirklichen ganzheitlichen Gesundheit nur kommen kann, wenn man diese Ebenen eben vereint, wenn man alles betrachtet. Und ich möchte mit dir heute über dein Buch sprechen. Ich habe mir jetzt da auch ein paar Notizen gemacht. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr ausführliches Buch mit ganz tollen, ja, Inhalten und auch Beispielen. Und du hast zum Beispiel was Schönes da auch geschrieben, relativ zum Schluss, und zwar: Mein persönlicher Weg hat mich etwas gelehrt. Wahrheit kommt nur aus dem Innen und ist echtes Wissen bzw. Weisheit. Und das ist auch so ein Satz, der mich auch sehr berührt hat, weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe, allerdings in einem anderen Bereich, was Ernährung und Gesundheit angeht. Und ja, viele denken immer, dass Wissen nur von außen kommen kann. Und was ich auch so faszinierend in deinem Buch empfunden habe, du bist ja auch in Ägypten aufgewachsen, geboren, die ersten 7 Jahre aufgewachsen und hast dich ein bisschen an der ägyptischen Mythologie orientiert oder hast da auch kurz dazu was geschrieben. Ich kann das auch mal vorlesen, was mich auch sehr fasziniert hat. Und da hast du zum Beispiel geschrieben, die altägyptische Sprache der Götter war eine Kommunikationsmöglichkeit mit dem Kosmos, zu dem der Mensch auch gehört, die im Menschen selbst durch das Entzünden des göttlichen Funken wahrgenommen und als Quelle der Wahrheit Weisheit galt. Die Sprache der Zähne, wie ich sie im weiteren Verlauf des Buches genauer erklären werde, ist eine Kommunikationsmöglichkeit mit unserem inneren Kosmos, die in uns selbst entsteht und wahrgenommen wird. Und das war auch so ein Punkt, das hat mich so berührt, weil das kann man ja auch auf alle Ebenen, also auf alle Themen übertragen, nicht nur was die Zähne angeht, sondern auch so viel mehr. Ich habe auch immer das Gefühl, es muss da einfach möglich sein, so eine Weisheit anzuzapfen, so eine innere Weisheit. Ich habe immer gedacht, vielleicht schwirrt die irgendwo im Äther rum, dass man die einfach nur anzapfen kann. Aber da habe ich das dann wiedergefunden, was auch eine Lösung sein kann, dass eben dass auch so eine gewisse Weisheit in uns wohnt und dass diese Verbindung dazu bei vielen eben verschüttet ist. Aber jeder kann diese Verbindung wiederherstellen. Und genau, vielleicht magst du dazu schon mal was sagen, gerade mit diesen anderen. Erstmal herzlichen Dank, liebe Silke, dass ich heute wieder mit dir sprechen darf. Das macht immer sehr viel Freude. Wir ergänzen uns auch irgendwie immer wieder auf allen Ebenen, ne? Auch wenn wir beide uns über die Ernährung kennengelernt haben. Aber wie du schon sagst, es gehört einfach mehr dazu als nur die Ernährung oder nur die körperliche Ebene. Um es rund zu machen. Und holistisch bedeutet einfach, es ist rund. Ja? Und dieses Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ist wirklich eines meiner Herzensbücher. Und ich habe 4 wichtige Bücher geschrieben. Das heißt, das vierte Buch ist jetzt gerade am Ende sozusagen, wird auch nächstes Jahr veröffentlicht, weil ich die nach einem Prinzip sozusagen aufgebaut habe. Es hat angefangen mit der rein körperlichen Ebene über die Ernährung. Dann ging es weiter über die ganzheitliche Betrachtung von Symptomen. Was kann alles Einfluss nehmen oder wie kann ich auf meine Symptome auf verschiedenen Ebenen Einfluss nehmen und die in der Heilung unterstützen? Also es heißt nicht, wir machen alles anders, sondern was können wir dazu nehmen, um es rund zu machen?
Und jetzt das Buch geht eben, das ist wirklich mein absolutes Herzensbuch, geht eben ganz tief in die Bewusstseinsebene rein. Also das ist etwas, was auch, glaube ich, für Menschen, die noch nicht so ganz bereit sind, eben auch Quantenphysik anzuerkennen, schwierig, dieses Buch anzuerkennen. Ja? Weil da gehe ich wirklich in tiefe, tiefe Schichten rein, die aber eigentlich, also das hat mir die Recherche zu diesem Buch eben auch gezeigt, immer State of the Art waren. In allen Hochkulturen ging es immer darum, das innere Bewusstsein anzuzapfen. Und das ist das, was ich mit der ägyptischen Mythologie oder mit diesem Götterfunken einfach nur mal, ja, antippen wollte in dem Buch. Aber wenn wir da tiefer reingehen, wir finden es überall. Wir finden es bei den Mayas, wir finden es also wirklich überall, diese Weisheit. Und ich glaube, wir haben einfach wirklich diesen Zugang verloren. Und weil ich eben Zahnärztin bin, war es so naheliegend, dass ich mich mit den Zähnen beschäftigt habe und darüber festgestellt habe, die Zähne sind mehr als das, was wir denken. Oder was ich gedacht habe, als ich Zahnmedizin studiert habe. Ich dachte, okay, das ist, ja, das ist eine Materie, anorganisches Material, was eben durch Reparatur geheilt wird, wenn es kaputt ist. Aber in der Erfahrung mit den Patienten bin ich immer wieder an Grenzen gestoßen und habe gemerkt, das, was ich gelernt habe, reicht für ein bestimmtes Maß. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte immer wirklich ich wollte den Kreis schließen und durch das immer tiefer gehen und rein fühlen und reinschauen und recherchieren, ist mir dann irgendwann bewusst geworden, unsere Zähne sind wirklich ein total, sind was ganz Weises. Also das ist ein Wissensspeicher in uns. Und als ich dann auch noch geschaut habe, wie ist das denn in der Anthropologie, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch mal kurz, die Anthropologen, die suchen immer nach den Überresten von Menschen, um zu sehen, wo hat er gelebt, wann hat er gelebt, was hat er gegessen, und finden eben die Antworten in den Zähnen. Und das lässt mich einfach innerlich niederknien vor der Weisheit der Zähne. Und du merkst schon, ich bin wirklich immer noch so berührt, wenn ich darüber reden kann, weil ich wirklich, ich möchte ein Botschafter für die Zähne sein. Ich möchte den Menschen nahebringen, hey, verurteilt eure Zähne nicht ständig. Und das ist das, was ich erlebt habe als Zahnärztin, dieses Negativdenken über die Zähne. Ah, jetzt sind sie wieder, machen nur Ärger meine Zähne und am liebsten will ich sie weghaben. Und also dieses, sich gegen das die eigene Weisheit im Grunde stellen, wenn man mal weiß, was ist die Sprache der Zähne, und wenn wir erkennen, wow, also wir sollten eigentlich ein Team werden mit unseren Zähnen, als uns gegen sie zu stellen, dann eröffnet sich wirklich ein Pool an Informationen für sich selber. Und deshalb war mir das Buch so wichtig, also dass ich einfach mal eine Tür öffne, um in diese Richtung zu blicken. Ja? Also für mich war ja auch dieser Satz, dass eben die Zähne ein Wissensspeicher sind, das war auch so was Faszinierendes, ne? Was einfach so dahinter steckt, was, wenn es Probleme mit den Zähnen gibt und man schaut mal da genauer hin, eben man beherrscht die Sprache der Tiere gibt es auch. Habe ich sogar mal ein Buch drüber gelesen, da kam jetzt wahrscheinlich der Titel wieder in den Kopf. Wenn man diese Sprache beherrscht, das ist halt nicht einfach mal so, jetzt gucke ich mal hier im Buch nach und jetzt weiß ich sofort, das hat auch ein bisschen... muss auch ein bisschen seine Komfortzone verlassen, hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Ne? Und da stecken ja auch immer, so wie ich das in dem Buch verstanden habe, auch immer oft seelische Themen eben dahinter. Das ist jetzt nicht, früher dachte man immer, wenn es Zahnprobleme gibt, habe ich halt nicht richtig die Zähne geputzt oder zu viel Zucker gegessen, aber das ist viel, viel mehr. Also viel mehr. Du hast ja auch in deinem Buch einige Patientenbeispiele genannt, die du jetzt schon mit dieser ganzheitlichen Zahnbetrachtungsweise analysiert hast, mit denen gearbeitet hast, da werde ich auch nochmal auf zwei Punkte dann eingehen. Das fand ich wirklich auch sehr faszinierend. Ich habe mir jetzt auch nochmal ein paar Notizen gemacht, weil da ist so viel Wissen drin, konnte ich gar nicht alles so im Kopf behalten. Also du gehst in dein Buch, was ich auch interessant finde, du gehst in dein Buch auch auf unsere menschliche Sprache ein, wie die aufgebaut ist und die verschiedenen Ausdrucksformen von Sprachen, und überträgst es dann auf die Zähne. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da hast du da auch so eine ganz kleine Tabelle gemacht und
stellst das gegenüber, was bestimmte Dinge bei uns in der Sprache bedeuten und bei den Zähnen und hast das so ein bisschen aufgeschlüsselt. Und das ist auch sehr faszinierend zu lesen. Ja, für mich war es wichtig, dass ich eben etwas Praktisches an die, also den Menschen an die Hand gebe. Einerseits natürlich viel Wissen vermitteln. Ja. Also das Buch muss wirklich gelesen werden. Also man kann nicht das Buch nehmen und dann aufschlagen, ach, mein Zahn so und so hat ein Problem, ich schaue mal nach, was das bedeutet und dann klappe ich das Buch zu. Oder es ist ja im Moment nur ein E-Book, aber dann gehe ich über die Seite hinweg und schaue mir das Ende an oder so. Sondern es ist wirklich wichtig, dass wir das Buch lesen, weil es so viel Informationen in sich birgt, die am Ende zusammengesetzt werden und immer individuell. Und das ist eben auch das, was ich in der Arbeit mit den Patienten gelernt habe. Wir müssen jeden Fall individuell betrachten. Und ich kann nicht sagen, eine Karies an dem Zahn bedeutet jetzt das. Und es gibt ja Bücher, die schon darüber schreiben. Ich möchte die Titel jetzt nicht nennen, aber es gibt schon Bücher, die sich mit dieser Zahnsprache auch schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und ich sage ein bisschen, weil sie Teil dessen sind, was ich auch sage, aber ich bin noch tiefer gegangen. Und insofern, es ist wieder wie so oft, wir lernen oft einen Teil kennen und denken, das ist das Ganze, aber durch Weglassen von wichtigen Fakten entsteht eine ganz andere Message. Und das ist das Gefährliche. Also wir müssen sehr genau sein und sehr detailliert arbeiten und das hat was damit zu tun, ich muss mich mal wirklich mit mir selber auseinandersetzen. Ich muss meine Komfortzone verlassen. Wenn ich dieses Buch wirklich verstehen will, dann muss ich mir Zeit nehmen und nicht so drüber fliegen, wie wir das heute oft machen. So, oh, ich kaufe mein Buch und ich blätter mal, ich gucke im Inhaltsverzeichnis und da steht die Antwort und dann weiß ich, was der Inhalt des Buches ist. So einfach ist es mit dem Buch eben nicht. Und dieses Buch bringt dich einfach zu dir. Es bringt dich wirklich dahin zu schauen, wo viele im Alltag nicht mehr hinschauen, weil wir die Zeit nicht mehr haben, aber weil wir es auch nicht mehr beigebracht bekommen. Hm. Wir schauen immer nach außen und suchen die Hilfe im Außen, aber so oft liegt die Hilfe in uns selber. Oder wir müssen eben genau wissen, also wenn du irgendwo hinfahren willst, dann liest du die Straßenkarte oder du guckst auf Google Maps und guckst, wo muss ich hinfahren. Ja, und so ähnlich ist es auch, wenn du ein Symptom hast, schau dir die Karte an, was bedeutet es, und dann kannst du entscheiden, biege ich nach rechts ab oder nach links ab. Aber wenn du es nicht selber weißt und dich nur darauf verlässt, dass irgendjemand dir sagt, oh, du musst das machen oder du musst das machen, dann irrst du irgendwo herum. Ja? Dann bist du nicht mehr der Fahrer dieses Wagens im übertragenen Sinne, sondern du wirst gefahren. Und das ist auch das, was wir ja so oft erleben, dass wir sagen, ja, ich mache das doch jetzt. Ich habe doch das verändert und ich habe das gemacht und der Zahnarzt hat das gemacht. Aber es wird nicht besser. Warum? Weil wir nur einzelne Aspekte angeguckt haben und nicht das Ganze. Und ja, und da möchte ich wirklich ein Botschafter sein, wirklich zu erkennen, wie viel Weisheit da drin ist. Und ich knie jedes Mal nieder, wenn ich wieder einen Fall analysiert habe und ich bin wirklich sprachlos, wie präzise diese Sprache der Zähne tatsächlich ist. Also viele Menschen denken ja, das sind halt nur Zähne, so auf materielle Ebene, Körperebene, aber viele wissen ja auch gar nicht, dass die Zähne mit den Organen verbunden sind. Ja. Dass man da auch Rückschlüsse ziehen kann, wenn ein bestimmter Zahn in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn der tuckert, muckert, sich Karies entwickelt oder gar die Wurzel entzündet ist. Da kann man auch immer mal schauen, mit welchem Organ ist dieser Zahn verbunden und was gibt es da für Probleme. Und das kann man aber auch wieder dann auf seelische Ebene ummünzen. Das ist jetzt nicht nur so das Organ, sondern ja, wenn man auch mit Nieren Probleme hat oder mit dem Magen, es kann einem ja auch etwas sauer aufstoßen. Ne? Also da stecken auch immer seelische Themen dahinter. Also man muss es immer auf mehreren Ebenen betrachten. Die Sprache ist sehr präzise, also unsere Sprache. Und die liefert uns eigentlich auch schon sehr häufig Antworten. Also die Niere zum Beispiel, also wenn wir Probleme im Nierenblasenmeridian haben, der letztlich auch die Schneidezähne versorgt, da gibt es so einen Spruch in unserer Sprache, der heißt, ich mache mir vor Angst in die Hose. Ja? Panik, Schock,
das kann eine Blockade zum Beispiel in diesem Bereich auslösen. Und das kann manchmal sein, dass diese Momente weit zurückliegen, wo wir mal wirklich einen Moment erlebt haben, der uns in absolute Panik versetzt hat oder vielleicht sogar in Todesangst. Und unser Unterbewusstsein vergräbt es aber oft, damit man weiterleben kann. Also Traumapatienten erinnern sich auch oft nicht an ihre Traumata, weil sie, wenn sie jeden Tag das vor Augen hätten, überhaupt nicht überleben könnten. Unser System ist sehr intelligent und sorgt dafür, dass wir dann weiterleben können und überdeckt sozusagen die inneren Bilder. Aber auf energetischer Ebene ist es noch im System drin. Das ist nicht weg, nur weil man sich nicht mehr erinnert. Und wenn man weiß, dass solche Dinge eben, wenn die nicht aufgelöst sind, eben auch in diesem Meridian Blockaden machen können. Und wenn man weiß, dass da zum Beispiel die Schneidezähne mit verbunden sind. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Aspekt aus dem großen Ganzen. Also, ne? Dass man da eben Informationen erhält und an ganz tiefe, tiefe Dinge herankommen kann, die dann natürlich gelöst werden müssen. Also alleine das Lesen des Buches reicht dann auch nicht, sondern da müssen im Zweifel sogar Traumaexperten auch dann oder Traumatherapeuten ran. Aber durch das Analysieren des Symptoms am Zahn kann man an solche Themen rankommen und kann wirklich alte Blockaden lösen. Und dann kommt der energetische Fluss wieder ans Laufen und dann hören auch meistens die Zahnprobleme auf, wenn die, wenn man, also auch die körperliche Reparatur gehört auch noch in das holistische Betrachten, habe ich dir ja schon mal gesagt. Also jetzt nur das Buch lesen und die Blockade auflösen bedeutet nicht, ich habe meine Karies weg. Ja, man muss die ganzen Puzzleteile zusammensetzen, aber es bedeutet, dass dann das Symptom nicht mehr wiederkommen muss. Und wir nicht, wenn irgendeine Situation in unserem Leben und unser Unterbewusstsein triggert, das ist gar nicht das Bewusstsein, dass wir sagen, ach ja, das erinnert mich wieder daran, wie ich vielleicht mal früher geprügelt wurde von meinen Eltern oder, keine Ahnung, noch schlimmere Dinge passiert sind. Sondern das ist das Unterbewusstsein, was einen triggert. Und man weiß gar nicht, warum reagiere ich in manchen Situationen immer so und ich kann mir es gar nicht erklären. Aber da kommt man wirklich in Bereiche, die sehr, sehr tief sind. Und deshalb sage ich, man muss offen dafür sein. Wer für diese Themen auch nicht offen ist, da hinschauen zu wollen, für den ist vielleicht das Buch auch noch nichts. Aber für diejenigen, die sagen, ich will mehr, ich will wirklich, ich will über mich, ich will, ja, so, also ich will an mein Innerstes herankommen und ich will an mein maximales Potenzial auch rankommen. Ja. Für die ist es ganz sicher, ja, also ich, wie gesagt, ich knie jedes Mal davon nieder. Und ich erlebe es in der direkten Arbeit auch mit Klienten, was möglich ist und was sich verändern kann. Ja, du hast, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar in deinem Buch gelesen habe, weil manch einer, der fragt jetzt vielleicht, na, wenn ich jetzt meinen Zahn trotzdem behandeln lassen muss, also Bohren, Füllung, rein Wurzelbehandlung, wozu bringt mir das jetzt, mich damit auseinanderzusetzen? Aber du sagst ja auch Prävention, dass das nicht wieder auftritt. Ne? Und dass jetzt auch der Zahn, der eben jetzt doch behandelt werden muss, dass da jetzt nicht doch noch irgendwas ausbricht. Das kann ja auch, ne? Gerade wenn man eben Karies hat, es wird dann eben der Zahn behandelt, heißt ja nicht, dass dann für immer Ruhe ist. Ne? Also, in den wenigsten Fällen ist für immer Ruhe. Genau, und das ist ja das Wichtige, dass dieses Verständnis dafür, für diese Ganzheitlichkeit und dass man wirklich sich seine Themen anschaut. Ich hatte noch mal was mir aus deinem Buch geschrieben, das fand ich so, naja, so bezeichnend für die klassische Zahnheilkunde. Da hast du noch mal beschrieben, auf, eben, dass es da nur auf körperlicher Ebene eben behandelt wird. Da wollte ich noch mal kurz was vorlesen, du hast geschrieben. Die klassische Zahnheilkunde betrachtet ein Zahnsymptom als einen Zustand, der auf der Basis der Milchsäurebildung im Speichel eines geschwächten Immunsystems, spezifischer Bakterien oder physikalischer Traumata entsteht. Die Verursacher sind nachweisbar und die Entstehungsmechanismen durch äußere Einflüsse erklärbar. Es scheint also, als käme ein Symptom von außen und befalle den Patienten. Solch eine Betrachtung macht selbstverständlich die Eliminierung dieser Umstände nötig, zum Beispiel mittels des Abtötens bestimmter Bakterien, Bekämpfung von Pilzen und anderen Erregern, Unterdrückung einer Entzündungsreaktion, Entfernen von krankhaftem Gewebe oder Herausziehen und Extrahieren von Zähnen. Da hast du auch dann noch
von so einer Art Kriegsterminologie gesprochen. Ne? Das ist eben so wie eine Schlacht, das muss bekämpft werden. Und dass man eben in der klassischen Medizin davon ausgeht, es kommt alles nur von außen. Ja, es verändert sich ein bisschen was in der klassischen Medizin. Also wir haben ja auch inzwischen schon die Psychosomatik in der Schulmedizin als Fachbereich. Ne? Also da ist schon angekommen, dass manche Symptome auf körperlicher Ebene eben auch mit der Psyche verbunden sind. Und dass das Immunsystem geschwächt wird, wenn wir psychische Probleme haben. Das ist alles schon eigentlich da, das Wissen. Aber es wird so wenig miteinander verknüpft oder da noch tiefer geguckt. Und es beschäftigen sich viele alternative Therapeuten, also auch die Naturheilkundler, also auch Ärzte, die naturheilkundliche Zusatzausbildungen haben, aber auch die Heilpraktiker oder auch, es gibt ja auch Energiemediziner, es gibt so viele, die eben auch noch in andere Bereiche gucken. Die haben schon immer dahin geguckt. Aber das, was mir aufgefallen ist auf meinem Weg, ist, dass es ganz viel tolles Wissen gibt. Es gibt da einen Teil des tollen Wissens und da einen Teil des tollen Wissens und da. Aber die sind alle noch so unverbunden, stehen die im Raum. Und was ich versuchen möchte, ist, das zusammenzubringen, denn das Wissen ist da. Ja, und wenn wir das einfach nur zusammenbringen, dann wird das große Ganze draus. Und das ist auch jetzt nicht eine Erfindung von mir, sondern das sind alles Dinge, die da sind, die ich nur wie so ein Puzzlespieler, wie sagt man, ein Puzzlemacher, oder ich habe die Puzzleteile zusammengefügt. Oder ich fühle mich so, als würde ich die Puzzleteile zusammenfügen zu einem großen Ganzen und nicht als Erfinder von irgendwas Neuem. Und ich behaupte mal, ich kann das natürlich nicht wissenschaftlich beweisen, aber ich behaupte mal, dass der Urmensch dieses Wissen hatte. Der musste nicht zu einem Experten gehen und sagen, sag mir mal, was bedeutet das, sondern der wusste das. Oder eben, wie es in den alten Hochkulturen eben auch beschrieben ist, das ist diese innere Weisheit. Auch im Kontext mit dem Kosmos, weil viele, viele dieser Lehren, aber auch sogar noch in unserer unmittelbaren Vergangenheit, also im Mittelalter gab es Ärzte, die eben auch noch in die Sterne geguckt haben, um eben noch mehr Informationen über Krankheiten zu bekommen. Oder der Urvater der heutigen Mediziner, Hippokrates von Kos, der hat auch den Kosmos mit einbezogen. Wenn es heute aber ein Mediziner macht, dann gilt er gleich, oh, das ist aber ein Esoteriker, oh, die ist aber unwissenschaftlich oder der ist unwissenschaftlich, oh, das ist aber ganz, also ich möchte gar nicht so weit gehen, dass ich sogar noch sage, es ist Verschwörungstheorie, ja, also das ist immer so, nein, also Medizin bedeutet genau das und mehr darf das nicht sein. Und dagegen wehre ich mich. Ich wehre mich dagegen, dass dogmatisch festgelegt wird und hier ist die Grenze. Es gibt keine Grenzen, sind menschgemacht. Es wird dadurch sehr getrennt. Und da habe ich auch einen Abschnitt in diesem Buch geschrieben, der mir so am Herzen liegt, weil wir eben das Prinzip der Sprache der Zähne auch auf unser Leben übertragen können und viele Antworten auf Dinge bekommen, die auch gerade heute in dieser Zeit hochaktuell sind. Und wenn du gestattest, würde ich gerne einen Abschnitt da ganz kurz vorlesen. Gerne. Ja, warte, dann rufe ich mir das gerade mal auf. Und ich möchte es wirklich vorlesen, weil, ja, wenn ich es auswendig aufsage, vergesse ich vielleicht wieder irgendeinen wichtigen Aspekt und dann habe ich es zusammen. Also, das steht in dem Kapitel verschiedene Ausdrucksformen von Sprache. Sprache kann als gesprochenes Wort in geschriebener Form oder als körperlicher Ausdruck, also auch Gebärdensprache und Körpersprache, vorkommen. Damit eine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger der zu übermittelten Information stattfinden kann, müssen beide Seiten das Wissen über diese Sprache und deren Bestandteile, also zum Beispiel Buchstaben, Worte, Sätze, Grammatik, besitzen. Das bedeutet, dass eine Sprache nur dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn sie beiden Kommunikationspartnern zugänglich ist. Wir kennen alle die Situation, in einem fremden Land zu sein und die Landessprache nicht zu verstehen. Mir ging es persönlich in den ersten Monaten nach unserem Umzug nach Namibia so. Die Landessprache Afrikaans konnte ich nicht verstehen, wodurch die Kommunikation deutlich erschwert und ich zunächst auf eine primitive,
Gebärdensprache zurückgreifen musste, also mit Händen und Füßen sprechen, dass diese Variante deutlich weniger effektiv und auch anstrengender ist, sowie ein sehr hohes Potenzial für Missverständnisse mit sich bringt, ist sicher jedem bewusst. Insofern ist eine Grundlage der Kommunikation das Vorhandensein der gleichen Sprachkenntnisse auf Seiten beider Gesprächspartner. Halten wir fest, dass nur dann eine sichere Kommunikation zwischen beiden Partnern entstehen kann, wenn beide Gesprächspartner die Sprache verstehen. Neben Dialekten gibt es auch Geheimsprachen, die einem kleinen, eingeweihten Kreis zugänglich sind. Sie dienen genau dieser einzigartigen Gruppe zur Kommunikation und stellen sicher, dass sie für andere, nicht zur Gruppe gehörenden Menschen verschlüsselt, eben geheim bleibt. Dadurch erhält eine Geheimsprache einen elitären Charakter. Nur die, die dieses Spezialwissen erlernen, in Klammern in der Geschichte oftmals gelehrte Mönche, Geheimgesellschaften etc., sind in der Lage, Informationen innerhalb der Gruppe auszutauschen. Eine Geheimsprache vollzieht dadurch eine gesellschaftliche und emotionale Trennung zwischen Eingeweihten und Nicht-Eingeweihten. Sprache kann in einem solchen Fall eine einheitliche Verständigung verhindern. Dadurch entstehen emotionale Unstimmigkeiten, die zu Missverständnissen und Konflikten führen können. Manchmal gibt es Abhilfe, indem sich Übersetzer oder Vermittler finden, um den Kontakt zwischen beiden Parteien zu ermöglichen. Sollte dies scheitern, kann aus Missverständnissen zwischen Gruppen, Parteien, Ländern oder Kulturen Krieg ausbrechen, deren Folge Zerstörung sein können. Ein Totalverlust oder Zusammenbruch bringt zwar immer die Chance auf Neubeginn und Wiederaufbau, aber um welchen Preis? Energien, Leben und Ressourcen könnten erhalten werden, wenn eine bessere Verständigung stattfindet. Im Falle der Zerstörung ist zum Zwecke des Erkenntnisgewinns zumindest wichtig, die Erfahrung zu reflektieren, um zukünftige Fehler dieser Art zu verhindern. Eine einheitliche Sprache wäre ein Weg, der Frieden und ein Leben im Flow sicherstellen könnte. Nun fragen Sie sich vielleicht, was diese Abhandlung über Geheimsprachen mit Zähnen zu tun hat. Für mich ergibt sich daraus eine Analogie zur Sprache der Zähne, die wie eine Geheimsprache angesehen werden kann, solange die Menschen sich nicht an die Weisheit in ihrem Innern erinnern. Die alten Ägypter sprachen davon, also da kommen wir jetzt auf das, was du eben auch erwähnt hast, ne? Also, und dann, die Sprache der Zähne ist eine Verständigungsmöglichkeit oder Informationsübermittlung zwischen den beiden Partnern Mensch und Zahn, der das Gesamtsystem aller Organe und körperlichen Strukturen, Geist und Seele repräsentiert. Der moderne Mensch spricht diese Sprache nicht mehr, da er verlernt hat, auf die innere Weisheit, in Klammern Intuition, zu vertrauen. Er hat somit nicht nur die Kommunikationsebene zum Zahn verloren, auch die zu seinem inneren Wissen, dem göttlichen Funken aus der ägyptischen Mythologie entsprechen. Und dann geht es noch weiter, aber um es jetzt nicht ewig lang zu machen, das war mir einfach wichtig. Weil genau aus diesem Missverständnis, weil die Kommunikation nicht stattfindet, so viele Dinge entweder in uns auf unserer eigenen Seinsebene passieren, aber auch um uns herum, also in dem Umfeld, in dem wir leben. Und da sich mal Gedanken drüber zu machen, was eben passiert, wenn Menschen oder was passiert, wenn Sprachen nicht beherrscht werden, was daraus entstehen kann. Und dass wir vielleicht wieder zurückkehren dazu, dass es eine einheitliche Verständigungsebene gibt, die jeder versteht und die uns nicht trennt. Das finde ich nicht nur wichtig im Miteinander auf dieser Welt, sondern eben auch, um Frieden möglich zu machen, in uns, aber auch um uns herum. Ja, ich schätze auch. Wenn Krieg ist, dann wird zerstört. Und Krieg in uns selber bedeutet eben auch zum Beispiel eine Karies, ist ein Schlachtfeld in unserem Innern. Und zu verstehen, dass sie nicht gegen uns gerichtet ist, sondern dass sie nur daraus resultiert, dass ich als Individuum die Nachricht, die mir eigentlich der Zahn übermitteln wollte, wie so ein Navigationssystem, habe ich nicht verstanden. Und deshalb entsteht das Schlachtfeld, damit ich meine Aufmerksamkeit darauf lenke. Ich kann mich an diesen Absatz erinnern. Ich habe ja das Buch auch kürzlich gelesen.
Du hast da die Intuition angesprochen. Da möchte ich noch mal kurz, da hast du auch was Schönes geschrieben. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt gerade finde. Genau, du betonst da auch noch mal, dass nicht nur diese innere Intuition wichtig ist, sondern auch der Verstand. Also, dass das einfach zusammenspielen muss. Es gibt ja auch in manchen esoterischen Bereichen, die sagen ja, ja, nur die innere Intuition ist wichtig, den Verstand ausschalten. Und da, das resoniert irgendwie gar nicht mit mir. Also ich bin ja auch eher ein intuitiver Mensch, aber ich mag meinen Verstand trotzdem nicht ausschalten. Ja, also klar habe ich in den letzten Jahren auch ganz viele Glaubensmuster, Konditionierung hinterfragt und die aufgebrochen. Man muss natürlich schauen, wie ist denn der Verstand beeinflusst, manipuliert worden. So. Und da habe ich in den letzten Jahren, oh, ja, also da ist sehr, sehr viel bei mir passiert. Und ich denke, also darf ich da noch mal was dazu sagen, weil ich es so wichtig finde. Und das ist genau das, es ist wichtig, dass du das erwähnst. Das ist nämlich dieses, es gibt diese Gruppen, die sagen, nur weiß, nur inneres Wissen, nur Intuition ist wichtig. Und die anderen sagen, nur wissenschaftliche Nachweise, nur der Verstand ist wichtig. Und das, was aus meiner Perspektive die Heilung und den Frieden bringt, ist nämlich, die beiden wieder an einen Tisch zu bringen. Also die gemeinsam sind ein super Team und wir brauchen den Verstand. Das ist ein wichtiges Instrument, aber der Verstand wurde durch oder nach der Aufklärung ging das ja los, dass wir im Grunde also Körper, Geist und Seele getrennt haben, auch in der Medizin, ne, wurde dann nur noch auf körperlicher Ebene geforscht. Also da fand diese Trennung statt. Wichtig ist, dass wir das wieder an einen Tisch bringen, denn nur gemeinsam wird ein großes Ganzes draus. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, wir gehen jetzt nur in die Intuition und verteufeln wieder den Verstand. Weil das ist auch wieder eine Trennung. Es geht um Frieden, es geht um Zusammentragen und miteinander, nicht gegeneinander. Und das haben die Neurowissenschaftler ja auch schon also wissenschaftlich belegt, dass es dieses Miteinander geben muss. Das ist die sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz. Ja. Ja. Also das miteinander zu verbinden, das ist der Weg. Und ja. Also schön, dass du das angesprochen hast, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, dieser Absatz, den du da geschrieben hast, das hat so mit mir resoniert, dass es eben so wichtig ist, wieder zu seiner inneren Wahrheit, zu seiner inneren Weisheit zu kommen und aber auch wieder einen gesunden Menschenverstand dazu zu benutzen. Das ist eine perfekte Kombination. Und wenn das heutzutage wieder viel mehr Menschen beherrschen würden, dann würden viel weniger Menschen getäuscht, manipuliert, emotionalisiert werden und dann dementsprechend reagieren. Ich denke mal, mit Menschen, die so eine gesunde Kombination in sich vereinen, ist Krieg oder ja, ist sowas überhaupt nicht möglich, Chaos und Krieg. Genau. Das ist nicht das, was der Mensch möchte. In ihre eigene Kraft kommen, in ihre eigene, ureigene Kraft. Und ja, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis der letzten Jahre. Ich habe ja, weißt du, ich habe ja auch nur mit Ernährung angefangen. Ernährung war lange Zeit, zuerst vegan, vegetarisch, Rohkost und fast ein bisschen Entgiftung. Und in den letzten Jahren durfte ich so viel lernen und erfahren, auch durch dich. Wir haben uns ja auch schon intensiv ausgetauscht und was eben da noch so viel mehr angeschaut werden muss. Es ist auf allen Ebenen einfach. Und ich möchte noch, also Karin, du willst noch was dazu sagen? Sonst würde ich mal kurz. Und zwar möchte ich noch mal gerne zwei Beispiele benennen mit Patienten von dir, die ich sehr faszinierend fand. Du hast ja einiges in deinem Buch beschrieben. Und zwar zwei Schwestern, die kommen aus dem Adel. Hochadel. Und eine der Schwestern, die war die Ältere, da sind die Eltern, glaube ich, verstorben. Und ihre Aufgabe war es dann, diese ganzen Ländereien und Schlösser zu verwalten. Und die war da total unglücklich damit. Die war eher so ein freiheitsliebender Mensch. Die wollte flexibel sein und ja, der hat ihre Aufgabe überhaupt nicht gemocht. Und die jüngere Schwester, die war Architektin und die hätte das total gern gemacht, aber die beiden, die waren in ihren Traditionen so verhaftet. Es geht nicht und die Älteste muss das übernehmen. Und sie hat dann auch Zahnprobleme entwickelt, ne? Und du hast sie dann beraten, mit ihr gearbeitet. Ich glaube auch, also die hatte mehrere Probleme, aber eine Wurzelbehandlung stand irgendwie an, Wurzelentzündung. Und du hast das so schön beschrieben, wie die sich dann geeinigt haben, ja, wie die dann diese Tradition über Bord geworfen haben und sich geeinigt haben. Und ich fand das erstaunlich. Also wo du dann geschrieben hast, ja, die Behandlung, die Wurzelzahnbehandlung war dann gar nicht mehr nötig, weil die Entzündung zurückgegangen ist. Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Wurzelbehandlungen durchgeführt werden, und das heißt, der Zahn, ja, der ist ja dann, ich weiß nicht, ist der dann tot? Also
Ja, ne? Also da möchte ich noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil die Gefahr besteht, wenn das jetzt jemand hört, der Probleme mit der Wurzel hat, dann sagt, ich brauche ja nur mein Thema angucken und dann brauche ich keine Wurzelbehandlung mehr. Das ist nicht immer so. Das war jetzt ein schönes Beispiel, dass das so geklappt hat, weil wir dieses Problem eben im Anfang erkannt haben. Also da, das war noch nicht über eine längere Zeit, sage ich mal, manifest. Was manifest war, war bei ihr, waren die Kiefergelenksprobleme. Und genau deshalb ist sie eigentlich zu mir gekommen, weil sie bei ganz vielen Experten schon überall war. Also die hat viel auf sich genommen und es hat immer eine gewisse Zeit geholfen und dann kam es wieder. Und zu mir kommen immer die Menschen, die sagen, Mensch, ich habe schon so viel gemacht, aber es klappt alles nicht. Ich will jetzt einfach mal gucken, was steckt denn dahinter? Und die hat dann sozusagen dieses Problem im Kiefergelenk. Und das Kiefergelenk zeigt, also ist auch nur ein kleiner Aspekt, was es zeigen kann, zeigt, dass ein Spannungsfeld zwischen Tradition und dem Hier und Jetzt auch entstanden ist. Also kann zwischen Kultur, Religion, Erziehung, wie bin ich aufgezogen, was habe ich, muss ich das Familienunternehmen übernehmen, ich komme da nicht raus, ich will eigentlich viel lieber was anderes, aber ich muss das, wie komme ich hier wieder aus dieser Nummer raus und ich bin da drin gefangen und dann kann es Kiefergelenksprobleme geben. Also ist auch nur ein Ausschnitt von der Symptomatik. Und wir haben miteinander gearbeitet und das Erkennen, dass da eben sowas dahinter stecken kann, dass man etwas aufgestülpt oder übergestülpt bekommt, was man eigentlich gar nicht will als Seele und sich gefangen fühlt. Und in dem Moment hat es bei ihr Klick gemacht und hat sie gesagt, du, das ist genau mein Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du kannst doch was dagegen tun. Ja, also man kann das doch kommunizieren, ja, miteinander sprechen und mal sagen, das ist zwar mir aufgedrückt worden, aber ich wollte es eigentlich gar nicht und vielleicht gibt es einen anderen Weg. Und dann haben die Schwestern sich an den Tisch gesetzt und haben einen anderen Weg gesucht. Und das war, die kleine Schwester hat darauf gewartet eigentlich immer. Die war so, ja, ist es mein Schicksal, dass ich es eben nicht darf? Und die war total glücklich und die andere Schwester war total glücklich. Und das war ein Jackpot. Und dadurch entstehen auch Emotionen, also Stress fällt weg. Man lebt im permanenten Stress, wenn man unter so einem Druck ist. Das heißt, das Immunsystem funktioniert nicht. Und da kann natürlich auch auf körperlicher Ebene ein Symptom entstehen. Nun ist bei ihr dann genau das Symptom an der Wurzel, also diese Verwurzelung, ja, da gab es noch ganz viele andere Dinge. Aber das kam halt hoch, dass sie sich eben in den alten Strukturen nicht verwurzelt fühlte. Und als das alles gelöst wurde, konnte der Zahn aufhören, ihr sozusagen nochmal zu zeigen, hier, schau mal dahin, weil sie hat hingeschaut und da war das Glück, dass sich sozusagen das zurückgebildet hat. Aber es gilt nicht in jedem Fall. Ja, also das möchte ich unbedingt sagen, weil viele sagen, ja, also keiner hat es ja in dem Buch geschrieben, da muss es, also es ist immer alles individuell. Mhm. Und das Wichtige ist, dass der Patient oder der Klient hinschaut, offen ist, sich das anzuschauen und nicht sagt, nee, ich will das nicht, sondern wirklich bereit ist, da in die tiefen Katakomben auch von seinem eigenen Selbst reinzugehen. Mhm. Und das ist nicht immer so, dass wir sehen, wer ist schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Das ist nämlich das, was viele auch sich wünschen. Oh, ich finde jetzt, wer daran schuld ist, dass in meinem Leben Dinge nicht funktioniert haben oder so. Man begegnet sich selbst, also in der Regel begegnet man sich selber auf der Suche nach dem, was dahinter steckt. Und das ist das Schöne, dass man eben auch mit sich selber den Frieden machen kann und auch so eine unterbewusste Schuld vielleicht an gewissen Dingen, oh, ich habe das jetzt falsch gemacht und so. Und viele Dinge kann man da auf einmal erkennen und lösen und kommt in den Fluss und findet sich selbst dabei. Und das ist das Schöne. Hm. Wenn auch ein Symptom am Zahn sich auflöst, wundervoll. Wenn es sich nicht auflöst, auch nicht schlimm, weil man behandelt es dann und dann ist es erledigt. Dann muss das Symptom nicht mehr wiederkommen. Ja? Und aus der Praxis habe ich immer wieder erlebt, man behandelt Symptome, wenn man das andere nicht betrachtet, kommt es irgendwann wieder. Es gibt wieder die Sekundärkaries oder es wiederholt sich oder es flammt eine Entzündung ständig auf, ein paar Jahre ist Ruhe und dann kommt es wieder oder vielleicht sogar noch schlimmer wieder. Also es ist tatsächlich
ja nicht wirklich heil. Und es geht wirklich ums Innere, um den Frieden finden, um das Heilwerden. Ja, sich selbst zusammensetzen wieder. Ja. Und die Beispiele, die du eben in deinem Buch aufnimmst oder aufgenommen hast von den Patienten, das heißt ja auch nicht so, dass das von eins zu eins auf andere übertragen werden kann. Jeder ist ja individuell, hat eine individuelle Vorgeschichte. Ne? Wie du eben auch gesagt hast, das mit der Wurzelbehandlung, für mich war klar, also das kann man jetzt nicht eins zu eins auf alle übertragen, die Probleme mit der Wurzelentzündung haben, aber das zeigt, was möglich wäre, was möglich ist. Eine der Möglichkeiten. Und noch ein anderes Beispiel. Habe ich die Beispiele auch reingegeben, aber ich habe die ja auch ohne Namen und so und habe den Namen verändert, besser gesagt. Ich habe das nur reingegeben, damit mal jemand eine Idee bekommt, was passieren kann. Ne? Also nicht, das ist dann so, wenn du das machst, sondern es ist nur eine Inspiration, was möglich sein kann. Noch ein interessantes Beispiel, weil ich das selber auch Erfahrung damit hatte. Du hast von einer 14-Jährigen geschrieben, die hatte so eine Zahnlücke. Wie heißt das nochmal? Ich vergesse das immer. Ah ja, die hatte vorne so eine Zahnlücke, 2 mm, und war damit gar nicht so glücklich. Und ich hatte ja selber auch meine Zahnlücke. Das wurde bei mir behandelt, da war ich aber erst 6 Jahre alt. Das heißt, mein Gebiss war ja noch gar nicht komplett entwickelt. Das hätte vielleicht auch unterlassen werden können. Ne? Mit 6 Jahren weiß ich noch, Betäubung, dann hat der Zahnarzt dann mit dem Messer, mir war Himmelangst. Ich hatte auch immer Traumata vom Zahnarztbesuch, weil mir auch Milchzähne gezogen werden mussten, weil die nicht von selber aus sind. Das ist für mich immer so ein totales Trauma gewesen, Zahnarzt. Und dann habe ich das da gelesen und ich habe auch bei meinem 15-jährigen Sohn festgestellt, als der Zähne bekommen hat, hatte der auch erst einen Spalt zwischen den Milchzähnen und als sein Gebiss aber komplett entwickelt war oder dann immer mehr Zähne nachrückten, ist dieser Spalt auch vorne verschwunden und er hat heute mit 15 ein wunderbares Gebiss, kariesfrei. Und dann denke ich mir so, da hätte ich mir dieses eine Trauma vielleicht auch ersparen können. Aber meine Eltern wussten das damals auch nicht anders und denen wurde das wahrscheinlich auch nicht anders empfohlen. Und was ich auch interessant finde, diese Schneidezähne werden ja als Mutter- und Vaterzahn bezeichnet. Und dann hat sich dann bei einem Gespräch eben rausgestellt, dass die Eltern der 14-Jährigen getrennt waren, dass die sich auch gar nicht mehr miteinander reden und treffen. Also da gibt es Funkstille, also kein gutes Verhältnis. Und dann ist es wirklich, du hast ihnen wahrscheinlich mit denen dann drüber gesprochen, ne? Hast denen das aufgezeigt und die haben dann tatsächlich geschafft über eine Beziehungstherapie. Also man ist ja, auch wenn man getrennt ist, führt man ja trotzdem noch eine Beziehung und zwar eine Elternbeziehung. Man ist ja trotzdem, wenn man Kinder hat, ein Leben lang aneinander gekettet, sage ich jetzt mal so. Das klingt jetzt ein bisschen, aber in einer Beziehung sozusagen. Und die haben das tatsächlich geschafft, über eine Therapie sich da anzunähern und als Eltern für die Tochter da zu sein. Und was ist passiert? Die Zahnlücke ist verschwunden. Also das hat mich ja so fasziniert, wieder mal, was möglich ist. Ja, was möglich ist. Also, ja, und das ist interessant, weil viele Kinder bringen ihre Symptome auch, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, kann es sein? Oder ich habe es im anderen Interview, manchmal verwechsel ich, wem ich was erzählt habe. Kinder bringen die Symptome in ihre Familien rein, damit sie ihr Umfeld sozusagen positiv beeinflussen. Also nicht, mein Kind hat jetzt eine Karies und oh Gott, und ich habe jetzt nur Ärger damit, dass mein Kind Karies hat, sondern ganz im Gegenteil, man sollte als Eltern immer sagen, okay, was steckt eigentlich hinter dem Symptom bei meinem Kind und welche Nachricht für mich als Eltern ist eigentlich dabei? Und wenn es die Schneidezähne sind, Leute, das ist meistens eine Nachricht für die Eltern. Ja? Und warum zeigt sich das Diastema? Das zeigt sich, damit die Eltern sehen, oh, zwischen euch, ihr übt eure Funktion als Eltern nicht gut aus. Und das muss nicht bedeuten, dass die Eltern geschieden sind, sondern das gibt es auch bei Eltern, die noch miteinander verheiratet sind, die aber innerlich nicht mehr oder nicht miteinander wirklich eins sind. Und das spüren die Kinder. Und die Energie in diesem Elternhaus ist nicht gut für die Kinder. Und wir kennen ja auch die Epigenetik und welchen Einfluss die auf Krankheiten hat. Und ein Kind sorgt für sein oder versucht zu sorgen für sein bestes Umfeld. Nur wenn die Sprache nicht verstanden wird, und da sind wir wieder bei der Sprache der Zähne, wenn die Eltern nicht verstehen, oh, das ist eigentlich eine Nachricht für mich, also eigentlich müsste ich jetzt mal mich ja über meinen Schatten springen und mal im Sinne des Elternseins, denn die Aufgabe habe ich mir bewusst überlegt, ja, als ich ein Kind in die Welt gesetzt habe, war mir bewusst, ich werde Eltern oder Mutter oder Vater sein mein ganzes Leben.
Und ich bin jetzt erstmal verantwortlich, dass dieses Leben, was ich in die Welt setze, ein Umfeld hat, in dem es gedeihen kann. Und wenn diese Sprache nicht verstanden wird und immer mit Kraft und Gewalt und mit Spannen und mit Druck das zusammengeschoben wird, ändert es nichts am Umfeld. Es verändert sich nichts. Es wird nur, es wird ein Vorhang davor gezogen, damit ich es nicht mehr sehen muss. Ja? Aber die Ursache ist nicht erledigt. Und das habe ich in der Praxis auch erlebt, wenn KFO, also kieferorthopädische Therapien gemacht wurden. Sehr häufig, wenn die Zähne nicht miteinander verblockt wurden, also diese Retainer, die verklebt werden, das ist auch erst eine Sache, die seit 20 Jahren in der Praxis gemacht wird. Davor hat ein Kind nach einer kieferorthopädischen Therapie eine rausnehmbare Spange ein, zwei Jahre noch getragen und dann weggelegt. Und in dem Moment, wo die weggelegt wurden, konnte man theoretisch nachverfolgen, sehr häufig, dass Zähne wieder ihre alte Position eingenommen haben. Viele Menschen, die vielleicht jetzt so in meinem Alter sind, ja, so 50 und über, die haben es bestimmt erlebt nach kieferorthopädischer Behandlung, dass die Zähne wieder eine andere Position eingenommen haben, weil sie dann nicht mehr in dieser Zwangsjacke drin waren. Heute werden die Zähne in dieser Zwangsjacke gehalten, die sich Retainer nennt. Ja, was eine Katastrophe aus meiner holistischen Betrachtung ist, aber das wäre nochmal ein extra Video wert. Aber da sieht man schon, wenn das Thema darunter nicht gelöst ist, dann geht es wieder dahin, weil der Zahn will dir immer noch was sagen. Ja. Du gehst dann in deinem Buch auch auf Zahnyoga ein. Da kann man ein paar Übungen sehen. Meditation ist auch ein Thema. Ohrakupunktur, also es gibt Punkte am Ohr, die man behandeln kann, wenn es Zahnprobleme gibt. Also wirklich. Und dann sprichst du noch einige Behandlungsmethoden an, wie man eben auch seelische Themen verarbeiten kann. Du hast auch die Soul-Hypnose angesprochen. Wir waren bei der gleichen Therapeutin. Du hast auch kürzlich ein Video mit ihr gemacht, ne? Mit der Eva Lambrich. Das kann ich auch mal oben verlinken. Also wirklich phänomenal, um Traumata aufzuarbeiten. Also du hast auch nur einmal mit ihr gearbeitet, zweimal weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auch zweimal mit ihr gearbeitet. Ist auf alle Fälle empfehlenswert, wenn man Traumata hat und nicht alleine das aufarbeiten kann, damit Unterstützung daran zu gehen, mit dem Unterbewusstsein das aufzuarbeiten. Ich habe ja in der Praxis schon, also 98 habe ich auch mit Hypnose begonnen. Also es gibt eine zahnärztliche Hypnose, um Angstpatienten oder Kinder zu behandeln, auch zum Beispiel Leitungsanästhetika zu reduzieren. Also es gibt ja auch Menschen, die Allergien auf das Spritzenmittel haben zum Betäuben. Und mit der Hypnose kann man eben dann Patienten behandeln ohne Spritze, ohne Betäubung oder Angstpatienten behandeln. Und deshalb war die Hypnose für mich schon immer ein ganz kraftvolles Therapiekonzept. Ja, aber damals habe ich noch nicht um diese tiefen, unterbewussten Blockaden gewusst, um die ich heute weiß. Und deshalb finde ich, ist die Soul-Hypnose eben auch eine ganz tolle Möglichkeit, da an diese tiefen, tiefen Traumata ranzukommen und sie zu lösen. Mhm. Was mir auch sehr gut gefallen hat, am Ende des Buches hast du für jeden Zahn eine Affirmation, die man über einen gewissen Zeitraum, über Wochen und mit ein paar Wiederholungen am Tag, da muss man dann an seinen Zahn denken wahrscheinlich, oder sollte man den dann berühren oder was? Ne? Also kannst du alles machen, aber das Beste ist natürlich immer, wenn man sich Ruhe und Zeit nimmt, wenn man sich hinsetzt, auch vielleicht die Augen ein bisschen schließt, wie in so einer Meditation und Kontakt aufnimmt mit dem Zahn. Also es ist wirklich so, ich lenke mein Bewusstsein zu dem Zahn hin. So wie ich vergleiche es immer, wenn du Mama oder Papa bist und wenn dein kleines Kind irgendwas hat, dann setzt du dich hin, nimmst das Kind in den Arm und sprichst mit ihm oder tröstest dein Kind. Und du lenkst dein Bewusstsein dahin und das ist oftmals viel wichtiger als die Salbe, die du dann gibst oder das Schmerzmittel, was du gibst, sondern dieses Bewusstsein, diese Aufmerksamkeit, die ist so kraftvoll. Und wenn du deine Aufmerksamkeit dahin lenkst und dann noch eben die passenden Affirmationen, die daraus resultieren, also aus meinem Wissen als Akupunkturärztin und welche Informationen auch die Meridiane transportieren, da gibt es ja noch ganz, ganz viel, was dahinter steckt. Und aus diesem ganzen Wissen und der Sprache der Zähne habe ich die Affirmationen für die einzelnen Zähne
erstellt. Und wenn wir das dem Zahn geben, also das ist sozusagen die Medizin, die er dann in dem Moment braucht von mir. Also ne, wenn ich mein Kind in den Arm genommen habe und mal gepustet habe, das ist oftmals die beste Medizin. Und so kann man eben die Affirmation in dem Moment auch anerkennen oder ansehen und dadurch erstens eine Beruhigung erfahren, also den Fokus lenken, heißt, ich gehe in einen meditativen Zustand, ich gehe in den parasympathischen Modus, ich lasse mal mein Immunsystem wieder anspringen, ja, weil wenn ich im Stress bin, ist das Immunsystem im Keller. Das heißt, durch so eine Affirmation, und wenn sie nur ganz kurz am Tag ist, mache ich ganz viele Dinge, auch auf körperlicher Ebene schon. Ja. Das ist so kraftvoll. Ja. Ja, also das hat mich wirklich fasziniert. Da sind noch Abbildungen zu jedem Zahn, dann steht die Affirmation und sehr wertvoll, habe ich noch nie irgendwo so gesehen. Und ja, generell, liebe Karin, dein Buch hat mich sehr bereichert. Also ich danke dir sehr für diese tollen Informationen. Du hast im Hintergrund auch zwei andere Bücher von dir stehen, Ganzheitlich gesunde Zähne, da hat mir auch schon ein Video dazu gemacht, und Naschen erlaubt mit gesunden Rezepten für die Zähne, mit so alternativen Süßungsmitteln. Also ich werde alle drei Bücher unter diesem Video verlinken, vor allem das E-Book. Sprache der Zähne ist wirklich absolut empfehlenswert. Also man kann so viel sich daraus mitnehmen, bekommt so viele wertvolle Tipps, um die Zahngesundheit zu unterstützen. Also wirklich wunderbar. Also da stehe ich 100% dahinter. Das ist also hinter dieser Empfehlung wirklich richtig, richtig. Das ist einfach ein Schatz für die Zahngesundheit. So habe ich aber auch nie irgendwie. Ich habe ja schon viele Gesundheitsbücher in den letzten Jahren gelesen, aber sowas Vergleichbares, gerade für die Zähne, habe ich einfach noch nie gelesen. Immer eher so auf Ernährungsebene, ja, auf Zucker verzichten und ein bisschen anderes Essen, basischer Essen, Vitamin D nehmen, immer so auf dieser Ebene. Das ist das, was ich in den Büchern auch thematisiert habe, aber es ist wirklich, das dritte Buch ist einfach so, das bringt jetzt alles zusammen. Das politische Ebene, ne? Klar ist es wichtig, auch auf die Ernährung zu achten und auf Zucker und unbedingt, ne, auf eine basische Ernährung oder eine basische Mundspülung, gerade wenn man Zahnprobleme hat. Aber es ist halt nicht alles. Ne? Da gehört noch so viel mehr dazu. Und das kann so unglaublich den Horizont erweitern, wenn man dein Buch liest, was so die Zahngesundheit angeht. Danke. Ja, da danke ich dir ganz. Und ich freue mich natürlich auch auf das nächste Buch. Also bin ich auch gespannt. Da würde ich auch gerne dazu mit dir ein Buch machen, weil die Themen so wichtig sind. Jeder hat Zähne und ich kenne kaum jemanden, der nicht irgendwie schon mal Zahnprobleme hatte. Und ich bin so froh, dass meine Kinder mit 11 und 15 bis jetzt noch nie Probleme hatten. Außer beim Jüngsten ist mal ein Zahn nicht so rausgefallen. Da wurde dann mal ein bisschen nachgeholfen, aber es war nicht weiter dramatisch. Aber sonst bin ich so froh, dass die nicht das durchmachen mussten, was ich durchmache. Und ich unterstütze das natürlich auch mit der Ernährung. Ja, und das schon. Ne? Aber ich schaue auch, dass ich sie bedürfnisorientiert begleite, dass gar nicht so große Traumata entstehen können oder versucht das eben auch, sind ja auch Trennungskinder, also ich bin ja auch mit dem Vater der Kinder getrennt und muss man dann auch schauen, was das verursachen kann, was das auslösen kann bei den Kindern. Da versuche ich das immer ein bisschen mit zu begleiten und ein bisschen entgegenzuwirken, dass es jetzt nicht ein großes Trauma wird. Super. Ja, also es war mir wieder eine Freude, mit dir zu sprechen und ja, das vierte Buch wird spannend, weil das ist eigentlich das Buch, wo ich, sagen wir mal, ich sage immer blank ziehe, wo ich über mich und meinen Weg erzähle, wie ich dahin gekommen bin, dass ich heute eben auch das tue, was ich liebe, also was gesundheitlich in meinem Leben passiert ist und was ich daraus für Lehren gezogen habe und teilweise intuitiv einfach gemacht habe und heute mit dem Wissen, was ich heute habe, es aber auch erklären kann. Auch wissenschaftlich. Also da geht es dann in die Quantenphysik auch rein. Aber das ist sehr spannend, weil da schließt sich dann der Kreis auch, dass ich nicht nur irgendein theoretisches Wissen angesammelt habe, sondern dass das, was ich auch an die Menschheit trage, selber in meinem eigenen Leben erlebt habe und auch danach lebe. Also es ist ja nicht nur, dass ich das irgendwelchen Leuten sage, ja, du musst das verändern, sondern das ist das Leben, was ich lebe und deshalb liebe ich das so und deshalb ja, freue ich mich auch, wenn es eben andere Menschen berührt. Ja. Du hast ja auch dann zum Schluss, das Buch ist glaube ich schon das Buch erwähnt, was du dann veröffentlicht willst als nächstes und du hast auch geschrieben, du bist dabei brutal ehrlich. Also da fließen auch ganz viele Erfahrungen mit rein und das finde ich, merkt man auch an deinen Büchern, dass du auch mit Herz und Seele dabei bist. So, ja und vor allem, sorry, dass ich unterbreche. Kein Problem.
Alles gut. Nee, es ist wirklich so, dass jeder von uns in seinem Leben Situationen erlebt hat, wo er sich als Opfer gefühlt hat. Und wenn es nur das Opfer von seinen Symptomen ist. Und jeder von uns hat solche Situationen im Leben mit Sicherheit mal gehabt. Und der Weg in die Heilung, und da gehen wir wirklich nochmal über die Zähne hinaus, aber die Sprache der Zähne hat mir die Augen nochmal geöffnet. Der Weg in die Heilung ist, geht nur über das Erkennen, dass wir das Opfertum loslassen müssen und dass wir also eben wirklich auf tiefer Ebene Vergebung leben müssen, um in die Freiheit zu kommen, um wirklich heil zu werden, um uns zu befreien von diesen alten Energien. Diese Opferenergie ist eine Energie, die uns immer runterhält, immer klein hält. Und ich brauche immer jemand, der mich rettet. Nein, wir brauchen jemanden, der uns rettet. Wir können uns ganz gut selber retten, aber wir brauchen uns, also es braucht kein Opfer, kein Täter und kein Retter geben, wenn wir wirklich in uns angekommen sind. Und das ist sozusagen dann die Spitze dieser vier Bücher, dass ich eben aus meinem eigenen Leben erzähle. Und da gab es einige sehr, sehr, sehr brutale Erfahrungen, die ich lange Zeit als brutal empfunden habe, bis ich verstanden habe, dass es mein größtes Geschenk war und das größte Potenzial in mir freigelegt hat. Und dass ich jetzt sogar sagen kann, ich bin so dankbar dafür, dass ich es erlebt habe. Also, und ja. Das nur dazu. Ja, wann sein auf dein neues Buch. Ja. Ja. Also wie schon erwähnt, ich verlinke alle drei Bücher unten unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar und natürlich jetzt an unsere Zuschauer. Was haltet ihr von den Themen, die wir hier angesprochen haben? Die Sprache der Zähne, was da dahinter steckt und diese ganzen Unterbereiche, die wir jetzt hier auch angesprochen haben. Also ich finde das hoch, hoch spannend und ich freue mich natürlich über eure Kommentare, über einen regen Gedankenaustausch. Ja, und Karin, wir werden uns auch bald wiedersehen zu einem Video, da freue ich mich auch drauf. Und ja, ich wünsche allen noch eine wundervolle Zeit und ganz, ganz viel Liebe. Vielen Dank. Ich habe wirklich, es war wieder eine Freude und danke auch euch, dass ihr so lange durchgehalten habt.